Und wie ich da so gehe, stockdunkle Nacht, war auf einmal ein helles Licht, ein heller Nebel um mich. Und ich habe gedacht, es steht ein Engel hinter mir, hat mich umgedreht. Aber es war kein Engel da. Aber eine Stimme hat gesagt, trachte zuerst nach dem Reich Gottes, dann wird dir das Übrige alles zufallen. Wenn dieses Prinzip von Saat und Ernte funktioniert, dann bedeutet das auch, dass nicht nur das, sondern alles andere, was in der Bibel steht, genauso funktioniert. Du betest immer nur für deine Firma. Mein Reich ist viel größer. Und am nächsten Tag bin ich mit meinem Gips ins Krankenhaus gegangen. Das war nach 1,5 Wochen. Und er sagte, ja, nee, das geht nicht, da müssen Sie in 4 Wochen wiederkommen. Und dann habe ich gesagt, ja, das weiß ich, aber Sie wissen nicht, dass der Arm geheilt ist, aber ich weiß es. Beten, dass Gott seine Engel schickt, dass sie die Firma bewachen, dass sein Wille geschieht und nicht das, was die Banker sagen. Mit dem Röntgenbild in der Hand, und ich habe ihn schon von Weitem gesehen und habe dann schon so verzweifelt auf dieses Röntgenbild geschaut. Und dann sagt er, ja, das tut ihm jetzt leid, dass ich da fälschlicherweise mit dem Gips rumgelaufen bin, da ist ja gar nicht gebrochen, das Handgelenk. Da sitzen die Banker und rechts und links hinter denen zwei Engel, ungefähr 2 Meter groß, mit beide Hände in die Hüften gestemmt. Friede in sich. Aber Jesus ist nicht gekommen, um Frieden auf die Erde zu bringen, sondern um uns eine Autorität zu bringen, um für Kranke zu heilen, um Dämonen auszutreiben, um all das zu tun, was in der Bibel steht. Das, was wir jetzt haben, das müssen wir jetzt ins Reich Gottes investieren. Und habe gesagt, weißt du, das ist wie ein Bauer, wenn er nichts mehr hat, aber er hat ein Ackerland und hat noch ein bisschen Samen. Das Beste, was er tun kann, er sät den Samen in die Erde und erwartet dann eine reiche Ernte. Wenn er das selber für sich verbraucht, dann ist es weg und hat er gar nichts mehr. Ich kann da nur jeden ermutigen, ob du jetzt, es ist auch egal, ob du 24 bist, so wie ich, oder ob du 75 bist, so wie mein Opa, oder ob du 90 oder ob du 30 bist. Weißt du, Gott hat dir einen finanziellen Segen gegeben, um für sein Reich zu bauen. Sagt sie, nein. Ich habe 2 Riesenflügel gesehen, die gingen über die Decke und haben uns beschützt. Und das müssen wahrscheinlich Engel gewesen sein, von 6 oder 8 Meter groß.